So, liebe Leute, letztes Jahr habe ich den Weihnachtsmarkt meinen eigenen Namen aufgestempelt, weil es da keinerlei Namen gab. Und es war eigentlich vorwiegend mehr so Trinkgestände hier. Aber der Weihnachtsmarkt ist jetzt größer geworden. Und nachdem ich eine Frau hier gefragt habe, wie der Weihnachtsmarkt sich nennt, der nennt sich X-MS Weihnachtsmarkt. X-MS Weihnachtsmarkt, also X-Münster Weihnachtsmarkt. Jetzt wissen wir es. Solltet ihr mal den Stand vom letztes Jahr bei mir finden, von 22, dann unter 1-3 oder 1-4. Ja, hier haben wir Keramikware und Brettchen, Druckerei, Lenalin, Druckerei. Weihnachtskarten. Ja. Also Drucke. Naja, sieht auch schön aus. Fotografieren mein Auge. Ja, sind schöne Irisse. Sowas wie. Er sieht so aus wie so eine Pusteblume. Oder wenn man sagen könnte, mittendrin ein schwarzes Loch, was Materie einsaugt, nur anderes. Ja, hier haben wir auch wieder Socken, Sockenhüte. Sind das Damenhüte oder beide? Beides. Ja. Bilderraum, Holzgeschichten. Also so eigentlich, mir kommt es vor, als wenn dieser Weihnachtsmarkt halt nicht. Man sieht ja die meisten Ständen auf dem Weihnachtsmärchen in vielen gleich. Hier mit O'Donnell oder na, mit der Reibe Keramikreiben. So, dann sind es insgesamt 5,60 Euro. Schokis. Minimal. Kann man auch. Gleich mal hier was holen. Oh, hier könnte wie jedes Jahr euch mit fernöstlichen Speisen begnügen. Hier ist der Aufenthaltsbereich für unsere Glühweintrinker, Biertrinker, Weintrinker. Aber gehen wir mal rum. Viel Atmosphäre ist hier. Und christliche Weihnachtslieder, finde ich toll. Hier muss man sich ein bisschen durchschubsen. Und eine Tasse hat ihr Leben ausgehaucht gerade. Wer Retro liebt, liebt alte Automaten. Brandholzmanufaktur Münster. Alle Beteiligten natürlich, weil man spricht das auch die Arbeit, ne? Oder man spricht das auch.
Ja, viel Spaß dann. Man muss noch ein bisschen Platz haben. Also ich bin heute Morgen angefangen, 9 nachzuproduzieren. Aber da werde ich wahrscheinlich erst Mittwoch fertig, weil ich muss ja morgen, habe ich auch wieder nur 3 Stunden in der Werkstatt. Achso, erst in der Werkstatt. Lieblingskeks. Was ist denn da dran? Ah, das ist bestimmt die für unsere Doggies. Kann man das auch den Katzen geben? Haben sie auch was? Nur spezifisch für Hunde, ne? Ja, genau. Naja, gut. Etwas wieder gelernt. Obwohl ich entstand jetzt woanders. Ich glaube, das war in Bremen. Die haben gesagt, es würde auch für Katzen gehen. Gestaltet. Magnete. Musiken, Liköre etc. Marmeladen. Ja, das ist eine gute Idee. So. Das war's. Meiner kleinen Weihnachtstour zum X-MS Weihnachtsmarkt. Einer hat schon zugemacht. Wollsocken haben wir auch gerade gesehen. Bilder. Damit ist es schon ein kleines Thema. Münster, die Fahrradstadt. So. Hier haben wir nichts mehr. Das war der letzte Weihnachtsmarkt Münster. Wir verabschieden uns von der schönen Stadt und sagen bis demnächst mal.